Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Heute geht es wieder um unseren Umbau des Märklin Gepäckwagen zur Disco. Und heute geht es einen Schritt weiter. Viel Spaß beim Anschauen. Wir haben ja das beim letzten Mal erklärt, dass wir die Kabel hier verbaut haben, dass wir ein Gleis besorgt haben und wie die Gebäudeteile eben kommen. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir das halt irgendwo ja das Gleis festmachen müssen mit dem Gebäude, weil sonst rutscht es ja dementsprechend rum. Und wir haben uns jetzt im Bauhaus eine Flugzeug-Sperrholzplatte geholt. Das heißt, die ist besonders dünn und passend für diesen Zweck. Das bedeutet, wir werden die jetzt dann erstmal braun anmalen und später dann dieses Gleis hier drauf positionieren und können dann hier das Gleis einschottern und in diesem Bereich kommt dann das Gebäude hin. Aber bis wir soweit sind, fangen wir jetzt erstmal an mit Bemalen. Und da seid ihr noch ein wenig dabei bei diesem Video. Aber ohne Gespräch, sondern mit Musik. Bis gleich. Das Brett soweit fertig und wir können jetzt mal schauen, wie das mit der Position funktioniert, sprich wo das Gleis dann letztendlich hinkommt. Auch um zu sehen,
wie das dann mit dem Waggon aufpasst. Also hier hinten haben wir den Abschluss mit dem Brett, dann können wir hier vorne. Gut. So, passt das? Dann nehmen wir den Waggon da runter. Und das Gebäude auch. Und zeichnen hier jetzt mal die Gleiskante an und können diese jetzt dann das Gleis befestigen bzw. kleben. Und während das Gleis jetzt hier klebt, verabschiede ich mich von euch, sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Auch möchten wir uns bedanken für die Abonnenten unseres Kanals und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die immer einen Daumen nach oben drücken hier auf YouTube. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es wahrscheinlich um das Einschüttern des Gleises hier geht. Bis dahin sagen wir viel Spaß oder wünschen wir viel Spaß an eurer eigenen Anlage und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Markus.